Wieder einmal ein herzliches Willkommen in der Dampferküche. Ich bin euer Steam Machine und ein alter Bekannter hat Nachwuchs bekommen. Nein, keiner von uns hat Kinder bekommen. Es geht darum, dass es den Nachfolger des RX200 jetzt gibt. Nämlich die Rulot RX200S von Bismack. Ihr könnt euch schon denken, RX200S, sprich, es ist auf jeden Fall wieder ein Joytech-Chipsatz. Auch wenn das Design bzw. die Farbgebung genauso ist wie beim DNA 200, ist hier definitiv keine DNA-Elektronik verbaut, sondern wieder eine von Joytech. Und bezogen habe ich ihn von edamshop.com zum Preis von 59,95. Und farbentechnisch gibt es momentan nur diese eine Farbe. Den RX200 gab es ja inzwischen bereits in 4 oder 5 verschiedenen Farben. Aber vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht. Aber erstmal gibt es ihn eben nur in dieser Farbe. Datentechnisch von 1 bis 200 Watt mal wieder. Von 0,5 bis 9 Volt kann er wieder regeln. Und widerstandstechnisch von 0,05 bis 3,5 Ohm kann man hier alles Mögliche damit treiben. Die genauen Eckdaten seht ihr ja dann wieder bei den Messwerten mit. Ansonsten mal wieder ein 200 Watt Bolide mit 3 Akkus. Ist inzwischen ja auch schon das dritte Modell von Bismack zur Rulot. Und dementsprechend lassen wir uns mal überraschen, was sich denn so alles geändert hat. Dann legen wir mal wieder mit dem Verpackungsinhalt los. Geschickt wird es in einer standardmäßigen Bismack-Verpackung, also hier auch nichts Besonderes. Wenn wir uns dann mal den Verpackungsinhalt hier genauer anschauen, habt ihr zum einen die Information, dass ihr bitte passende Akkus und vor allem Akkus nehmen sollt, wo keine Isolierungsschäden haben. Sprich, wenn der Akku schon der Schutzmantel defekt ist, solltet ihr definitiv keine Akkus mehr verwenden, wo dieses Problem haben. Ja. Auf Englisch, die meisten werden es eh nicht lesen können, aber jetzt habt ihr die Info. Gut. Bedienungsanleitung wird natürlich alles wieder erklärt. In X die verschiedenen Sprachen, unter anderem ist auch Deutsch mit dabei. Genau, also könnt ihr euch die notfalls auch durchlesen, falls euch mein Gelaber zu doof ist. Dann haben wir hier noch ein Micro-USB-Kabel. Ist zum einen dafür gedacht, die Akkus zu laden, während sie in der Box sind. Was ich persönlich nicht empfehle, da es 3 gesteckte Akkus sind. Und ich habe da schwere Bedenken, dass er die Akkus mir hier auch gleichmäßig lädt. Ich habe es jetzt 1-2 Mal ausprobiert, da hat es größtenteils geklappt. Aber ich würde es definitiv nicht versprechen und an eurer Stelle hier lieber ein externes Ladegerät verwenden. Trotzdem könnt ihr den Mod mit diesem Kabel laden und ihr könnt damit auch wieder Software-Updates machen. Sollte es ein Problem mit der Software geben oder es gibt ein 250 Watt Update oder weiß der Geier, was nicht alles noch kommen kann, könnt ihr das ohne Probleme an den PC anschließen und euer Update machen. Und natürlich ist dann unsere Rulot noch im Verpackungsinhalt. Akkus sind hier nicht enthalten, also ihr braucht auf jeden Fall hier 3 gleiche Akkus, um ihn betreiben zu können. Wenn ihr die 200 Watt nicht voll auslastet, würde ich die LG HG2 empfehlen. Das sind für mich die liebsten, da sie auch die höchste Kapazität haben. Wenn ihr den maximalen Strom fahren wollt und den Rulot wirklich bis auf 200 Watt und aufwärts ausreizen wollt, würde ich euch auf jeden Fall die Sony Konion VTC5A empfehlen. Die können 35 Ampere Dauer und damit habt ihr kein Problem, dann hier die 200 Watt auch zu erreichen. Als nächstes, wie immer, ist unser Aufbau dran. Fangen wir wie üblich mal wieder von unten an. Hier habt ihr einige Infos aufgedruckt, dass es eben der Rulot RX200S ist und mal wieder, wer hätte es erwartet, designed by Jabo und manufactured by Bismack. Hier habt ihr dann auch noch entsprechend Entgasungslöcher, damit euch die Akkus nicht um die Ohren fliegen können. Natürlich haben wir hier wieder ein magnetisches Cover, dementsprechend, wenn die Akkus entgasen, schiebt sowieso nur das Akku-Cover zurück, aber wir haben auf jeden Fall hier auch noch Entgasungslöcher dafür. Wenn ich schon gerade gezeigt habe, kommen wir auch mal direkt zum Akku-Cover. Wie schon erwähnt, ist magnetisch, könnt ihr hier relativ einfach abziehen und ist mit 4 Neodym-Magneten gehalten. Dementsprechend wechselt der Akkus hier relativ einfach. Der Deckel kann aber auch nicht einfach so abgehen. Hier, wie ihr sehen könnt, bei mir eben die Sony Konions, 3 Stück an der Zahl. Und mit der Fahne, die hier dabei ist, könnt ihr dann natürlich auch wie immer
eure Akkus relativ einfach entfernen und neue einsetzen. Ihr seht ja auch, Plus und Minus ist überall immer schön beschriftet, damit ihr hoffentlich die Akkus nicht verkehrt einsetzt. Falls doch, ist Gott sei Dank hier auch noch ein Verpolschutz im Akkuträger enthalten. Und wie ihr hier sehen könnt, sind die Pins der Akkus natürlich auch gefedert. Dementsprechend könnt ihr hier auch jeden 18650er verwenden, da es ja bei den Akkus öfter so ist, dass sie mal minimal länger oder kürzer sind. Dafür haben wir hier einen Federweg, damit hier kein Problem entsteht. Und Cover wieder aufsetzen, schon haben wir die Akkus gewechselt. Auf der Vorderseite seht ihr hier eine der großen Neuerungen, eben dass wir hier ein 0,96 Zoll Display haben. Relativ großes Display. Zum Vergleich kurz mal der alte Rüllo, damit ihr seht, wo hier der Unterschied ist. Und ihr merkt schon, das Display ist um einiges angewachsen. Ansonsten habt ihr hier dann natürlich noch euren Feuerknopf, eben wie schon erwähnt, euer OLED-Display, eure Plus- und Minus-Taste und euer Micro-USB-Anschluss. Auf der Oberseite haben wir dann noch unseren gefederten 510er-Anschluss. Und hier, genauso wie am Boden unten, nochmal das Symbol des Rüllo-Dreiecks. Genau. Natürlich wollen wir auch wieder überprüfen, ob denn die Werte, die Ausmaße und das Gewicht stimmen, was uns denn hier der Hersteller vorgibt. Dementsprechend mal wieder das Messwerkzeug ausgepackt und dann gucken wir doch mal, welche Maße unsere Rüllo hat. Von der Höhe kommen wir hier auf 34,4 mm, von der Breite kommen wir hier auf 0, hat er sich wieder auf 0 gestellt, verdammt. So, von der Breite kommen wir auf 40 mm und ich nenne es jetzt einfach mal Tiefe, kommen wir hier auf rund 50 mm. Abstand vom 510er zum Rand, schauen wir hier doch am besten auch kurz mal, sind 12 mm von der Mitte in etwa, sprich bis zu einem 24 mm Verdampfer steht euch hier auf jeden Fall auch nichts über. Und gewichtstechnisch schauen wir natürlich auch noch. Die Rüllo alleine kommen wir schon mal auf 178 Gramm, das ist schon eine stolze Summe. Und weil es so schön ist, packen wir doch noch die drei Akkus dazu. Wird er jetzt schon fast gar nicht mehr packen, meine Waage? Dachte ich mir, da kommt er knapp über die 300 Gramm. Aber wie ihr schon seht, ist auf jeden Fall kein Leichtgewicht. Da sind wir dann in etwa bei 320 Gramm mit Akkus. Und wenn noch ein Verdampfer dazu kommt, dann seid ihr auf der Schnelle mal ein halbes Kilo, was er da so in der Hand mit euch rumtragt oder Hosentasche oder wo auch immer. Ich hatte euch ja gerade auch schon die RX 200 schon mal gezeigt. Vom Größenverhältnis her hat sich hier rein gar nichts verändert. Die Maße sind absolut gleich geblieben. Wie schon erwähnt, das Einzige, was sich dann eben verändert hat, ist das Display. Das ist um einiges größer geworden. Um mal in der gleichen Leistungs- und Akku-Kategorie zu bleiben, wollte ich euch auch noch im Vergleich den neuen iStick 200 Watt zeigen, wie er denn vom Formfaktor zur Rüllo aussieht. Direkt die Maße kann man ja auch nicht vergleichen, da beide eine sehr sonderliche Form haben. Aber ihr seht schon, von der Größe her nehmen sich die zwei nicht viel. Im Gegenteil, der iStick kommt mir hier sogar noch etwas breiter vor. Und verdampfertechnisch ist es natürlich überhaupt kein Problem, einen 23 mm Verdampfer aufzusetzen. Wie ihr seht, hat er hier nach vorne noch ein bisschen Luft und zur Seite hier sowieso. Also von dem her, Platz ist für 23 mm mehr als genügend. Und hier jetzt mal als Beispiel einen TF-RDTA mit 24,5 mm Durchmesser. Man merkt hier an der Kante schon richtig, er geht bis ganz vorne hin, also bis 25 mm ist hier auch möglich mit dieser Rüllo. Und sieht auch noch ziemlich gut aus, also passt hier auch noch alles.
Und jetzt wären wir auch endlich beim neuen großen Display und bei der Menüführung. Hier, wie ihr sehen könnt, zeigt er euch den Modus an, in meinem Fall Leistungsmodus, und hier zeigt er euch in Prozent die Restspannung eurer Akkus an. Könnt ihr euch hier auch wieder dieses typische Akkusymbol einblenden lassen, das dann immer weniger wird. Hier seht ihr eure eingestellte Leistung und hier entsprechend eure Spannung, die ihr benötigt, um mit dem Widerstand eures Verdampfers eure Leistung zu erreichen. Und hier unten in der Ecke, wenn ich jetzt mal feuer, seht ihr dann genau, wie viel Strom das er benötigt, um auf diese Leistung auch zu kommen. Und wo jetzt Volt steht, wenn ihr feuert, zeigt er dann auch genau an, wie lange euer Zug war. Sind natürlich bei weitem nicht die einzigen Funktionen, wäre ja zu schön, wäre auch das Video dann viel zu kurz, dementsprechend machen wir mal weiter. Wenn ihr Plus und Minus gemeinsam gedrückt haltet, kommt ihr wieder in den Keylock-Mode. Da könnt ihr keine Leistung mehr verstellen, aber ihr könnt nach wie vor feuern. Mit Plus und Minus kommt ihr hier dann auch wieder raus. Gut, dann haben wir auch die Funktion, wenn wir Feuer und Plus gemeinsam drücken, passiert hier jetzt zum Beispiel gar nichts. Das funktioniert dann erst im temperaturgeregelten Betrieb, dann lockt er euch hier den Widerstand. Aber wenn ihr Feuer und Minus gemeinsam drückt, dann geht er in den Stealth Mode. Hier könnt ihr feuern, ohne dass das Display angeht, könnt aber auch jederzeit die Leistung ändern, dann geht euer Display auch wieder an. Ist in dem Fall vielleicht der Stealth-Modus gar nicht so schlecht bei so einem großen Display. Wird bestimmt auch etwas an Leistung brauchen. Und mit Minus und Feuer könnt ihr den Stealth-Modus natürlich auch jederzeit wieder verlassen. Des Weiteren haben wir dann die Funktion, wenn wir dreimal schnell hintereinander Feuer drücken, kommen wir hier ins Menü rein, nennen wir es mal Menü. Und da könnt ihr mit der Minus-Taste die einzelnen Punkte durchschalten und mit der Plus-Taste den ausgewählten Punkt ändern. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, könnt ihr dann in verschiedenen Modi gehen, ob ihr Leistungsmodi, Temperatur Nickel, Temperatur Titan, Temperatur Edelstahl oder eben einen selbstgewählten Temperaturkoeffizienten Temperatur dampfen wollt. Des Weiteren habt ihr hier dann die Möglichkeit, hier unten die Anzeige zu ändern, dass er euch die Züge anzeigt oder eben den Strom. Dann könnt ihr hier eben, wie vorhin schon erwähnt, dieses typische Akkusymbol einblenden lassen oder eben euch die Prozentanzeige anzeigen lassen. Und wie ihr schon sehen könnt, wenn wir hier in den Temperaturmodus sind, zeigt er mir hier als Hauptpunkt die Temperatur an. Und hier unten dann die eingestellte Leistung. Mit Plus und Minus könnt ihr jetzt nach Belieben dann eure Temperatur ändern. Im Moment ist sie auf Grad Celsius. Und wenn ihr auf Maximum seid und weiter drückt, könnt ihr umschalten auf Grad Fahrenheit und natürlich auch wieder zurück. Dann stellen wir hier direkt auf 220 Grad. Ist ja mein Standardbetriebspunkt, wie viele bestimmt schon mitbekommen haben. Und wenn ihr jetzt die Leistung ändern wollt, das geht auch relativ einfach. Dreimal schnell hintereinander den Feuerknopf drücken. Soll auch wirklich schnell sein. Und sobald hier das W blinkt, könnt ihr auf Plus drücken. Dann stellt ihr eure Leistung um. Und sobald ihr einmal auf Plus gedrückt habt, könnt ihr auch mit Minus arbeiten. Ich bleibe hier bei dem 40 Watt. Das ist für mich für die Temperaturregelung auch immer die Standardeinstellung. Ist natürlich noch nicht alles. Ihr könnt fünfmal schnell hintereinander Feuer drücken, dann schaltet sich der Akkuträger komplett ab. Und hier habt ihr natürlich auch noch ein paar Funktionen. Zum Beispiel, wenn ihr Plus und Minus gemeinsam gedrückt haltet, dreht sich das Display um 180 Grad, es steht auf dem Kopf. Und wenn ihr das nochmal macht, dann dreht sich es wieder zurück in die ursprüngliche Position. Mit Plus und Feuer könnt ihr dann in den Menüpunkt kommen, wo ihr eure Temperaturkoeffizienten selbst einstellen könnt, M1 bis M3. Hier könnt ihr dann nach Belieben den Wert ändern, je nachdem welchen Draht ihr verwendet. Und dann haben wir noch die Funktion, wenn wir Feuer und Plus gemeinsam für ein paar Sekunden drücken, zeigt er uns die drei Spannungen unserer Akkus an. Die misst er hier komplett separat und sagt uns dann Bescheid, wie denn die Akkuzellen momentan aussehen. Drücken wir einfach nochmal. So. Und hier seht ihr jetzt die genauen Spannungen und ihr seht schon, das sind drei komplett gleiche Akkus.
frisch geliefert von mir, gleich geladene. Sie haben nicht komplett die gleiche Spannung. Leichte Abweichungen sind hier ganz normal, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Aber genau aus diesem Grund empfehle ich es nicht unbedingt, über diesen Akkuträger eben die Akkus zu laden. Und mit 5 Klicks schaltet ihr euren Akkuträger dann auch wieder ein und könnt genüsslich weiterdampfen. Nachdem ihr jetzt auf jeden Fall zu Aufbau und Funktion schon mal mehr wisst, wollt ihr bestimmt auch wissen, wie denn die Messwerte so aussehen. Habe ich für euch natürlich auch wieder gemessene und da seht ihr jetzt meine Tabelle. An der hat sich hier weiter nichts verändert, die ist nach wie vor gleich geblieben. Auf der rechten Seite die maximalen und minimalen Werte, was man einstellen und benutzen kann an Spannung, Leistung und Widerstand. Und eben Mitte und linke Seite sind für die Sollwerte, gemessenen Werte und dann die Abweichungen. Wie ihr hier sehen könnt, grün, grün und noch mehr grün, so soll es eigentlich aussehen. Wenn man sich dann die Abweichungen im Prozent noch anschaut, dass da mehrere Werte bei 0,0 irgendwas liegen, ist es schon sehr beeindruckend. Und wenn wir uns anschauen, dass kein Wert über 5% angestiegen ist, die meisten beziehungsweise alle auch bei 2% oder weniger gelegen waren, ist es eine Leistung, wo ich sage, perfekte Elektronik, so soll das aussehen. Bei den 0,5 Ohm die letzten beiden Werte und bei den 1 Ohm die letzten drei Werte konnte er mir natürlich nicht mehr ausgeben. Hier war das Problem, er hat seine Maximalspannung von 9 Volt erreicht. Und in dem Moment hat er mir dann auch im Display angezeigt, er kann nicht mehr als diese und diese Leistung, hat mich auch nicht mehr weiter hochstellen lassen, also hat hier auch alles absolut richtig gemacht. Super Elektronik. Nachdem sich in meinem Kanal ja doch das ein oder andere getan hat, habe ich es auch gleich zum Anlass genommen, meine Temperatursteuerung bzw. die Prüfung davon etwas zu ändern. Ich habe mal bei einigen Leuten nachgefragt, die meisten benutzen eigentlich Edelstahl und kein Nickel oder sonstiges mehr. Dementsprechend werden meine temperaturgeregelten Tests in Zukunft auf Edelstahldraht basieren. Und habe ich hier entsprechend dann auch so eingestellt. Edelstahldraht, 220 Grad Celsius und 40 Watt. Ist zum einen natürlich sinnvoller, wenn es die meisten sowieso damit machen, ihre Temperaturregelung. Und zum anderen ist es für den Akkuträger auch nochmal ein Stück schwieriger, hier die Regelung sauber hinzubekommen. Da Nickel einen höheren Temperaturkoeffizienten hat, eine höhere Widerstandsänderung und als Edelstahl. Deswegen benutzen wir jetzt doch mal Edelstahl und schauen, ob der Dryburn-Schutz hier auch vorhanden ist. Gut, ihr seht hier schon Dampf aufsteigen. Im Display sagt er Temp Protection. Ich feuere gerade ein zweites Mal. Dann feuere ich noch ein drittes Mal. Jetzt steigt auch schon kein Dampf mehr auf. Dann feuere ich sogar nochmal. Und dann schauen wir doch mal, was der Watte so passiert ist. Wie ihr hier sehen könnt, die Watte ist leicht braun, also Dryburn-Schutz definitiv auch mit Edelstahldraht vorhanden, hat alles super funktioniert. Dryburn Protection ist eine Sache, die andere natürlich, ob er auch die Temperatur erreicht, die wir uns hier wünschen. Ich habe jetzt gerade mal gefeuert, deswegen versucht er sich gerade noch wieder abzukühlen, aber das macht ja für die Temperaturregelung keinen Unterschied, von welcher Temperatur aus sie startet. Hier eben meine Wicklung mit dem Setting genau wie vorher, 220 Grad Celsius und 40 Watt. Und dann versuchen wir doch mal mit unserem Temperaturmessgerät rauszufinden, ob er denn auch die Temperatur hinbekommt, die wir eingestellt haben. Und wir feuern zum ersten Mal, dürfen wir auch relativ gut sehen. Hier geht er direkt hoch und trifft fast punktgenau die 220 Grad. Lassen wir kurz ein klein bisschen abkühlen und feuern ein zweites Mal. Hier geht er auch wieder sehr zielstrebig auf die 220 Grad zu, erreicht aber nur rund 210. Und wenn wir ein drittes Mal feuern, kommt er hier auch nur auf rund 205 Grad Celsius und sagt uns dann auch Temp Protection, sprich
er hat zu wenig Liquid oder die Wicklung hat ihre Temperatur erreicht. Gut. Und selbst wenn wir nochmal feuern, kommt er auch wieder in diesen Temperaturbereich. Somit wären wir dann auch bei meinem Fazit angelangt. Wie ich schon in den letzten beiden Videos erwähnt habe und gesagt habe, wird es hier jetzt bei mir keine Kaufempfehlung mehr geben. Dafür werde ich euch hier noch zusätzlich nochmal eine Bewertungstabelle von mir einblenden, damit ihr auf einen Blick genau seht, was ich persönlich bewertet habe und wie ich es bewertet habe. Natürlich auch mit Pro und Contra. Hier seht ihr jetzt eben die Tabelle, oben schon das Endergebnis, sagt euch schon, okay, das Gerät scheint wohl doch nicht so schlecht zu sein. Es hat volle 5 Sterne erreicht. Dann sprechen wir eben kurz durch. Verarbeitungstechnisch hat mir nur nicht gefallen, dass am 15er noch Metallspäne drin waren. Gut, die konnte ich dann mit einem Zewa ganz schnell rausholen, ansonsten ist die Verarbeitung tadellos, aber wegen diesen Spänen habe ich hier auf jeden Fall ein Sternchen abgezogen. Updatefähig ist er, dementsprechend die volle Punktzahl. Messwerte habt ihr gesehen, bin ich völlig zufrieden damit, hat super Werte rausgegeben, deswegen volle Punktzahl. Temperaturregelung war er hier definitiv unter 5% Abweichung, was die Temperatur angeht, was ich eingestellt habe. Von dem her Temperaturregelung hier auch sehr gut funktioniert, auch mit Edelstahldraht. Von der Bedienung her finde ich ihn relativ intuitiv, schnell durchzuklicken, funktioniert relativ einfach, gefällt mir auch super. Und die extra Features, was er sonst noch bietet, wenn man sich da die Tastenkombination nicht merkt, das ist jetzt auch nicht so schlimm, das sind ja in dem Moment auch nur besondere Features. Preis-Leistungstechnisch für 60 Euro finde ich völlig in Ordnung für dieses Gerät. Man muss sich hier natürlich überlegen, dadurch, dass eine neue draußen ist, ist die RX 200, das alte Modell, günstiger geworden. Bekommt man teilweise schon in verschiedenen Shops für um die 50 Euro. Kann man sich dann überlegen, ist es mir das neue Display bzw. das neue Modell wert, dass ich hier 10 Euro oder 7 Euro mehr ausgebe. Dementsprechend habe ich von Preis-Leistung hier auch einen Punkt abgezogen. Und zu den Pros kurz, natürlich eine lange Akkulaufzeit, dadurch, dass wir hier 3 Akkus haben. Und durch diese 3 Akkus wird auf jeden Fall auch garantiert, wenn ihr die richtigen habt, dass ihr die 200 Watt von Anfang bis Ende konstant durchdampfen könnt. Und natürlich ein großer Vorteil ist das sehr große Display, wo man wirklich alle Infos ohne Lesebrille auf Anhieb lesen kann. Für mich ein kleiner Kontrapunkt ist, dass hier kein richtiger Balancer verbaut ist und dementsprechend das Laden über USB unter Umständen für die Akkus gefährlich werden kann, wenn zum Beispiel ein Akku überladen wird und der andere noch nicht voll ist. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall, wie schon erwähnt, empfehlen, dass ihr die Akkus extern ladet. Allen in allem, wie schon erwähnt, Endergebnis 5 Sterne, heißt in dem Moment sehr gut. Somit wisst ihr jetzt hier auch Bescheid. Mich würde natürlich immer interessieren, wie gefällt euch das neue Bewertungssystem? Habt ihr irgendwelche Anregungen? Sagt ihr jetzt die Temperaturregelung, wie ich sie jetzt mache und teste? Das ist nicht okay. Auf jeden Fall über Kommentare freue ich mich darüber. Lasst ganz viele da, dann habe ich auch was zu tun. Wird mir schon nicht langweilig. Und ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn das noch nicht gemacht hat. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch immer. Und in diesem Sinne, gut Dampf und bis zum nächsten Mal.